Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten mehr über die Zukunft reden und mehr über die Agenda 2030 reden, über die Nachhaltigkeitsziele. Und da gibt es das schöne Nachhaltigkeitsziel Nummer 1, wo es um Armut geht, um die Beseitigung von extremer Armut weltweit. Und das Ziel 1.2 heißt Halbierung der Armut nach der nationalen Definition in allen Staaten, also auch bei uns. Und man muss feststellen, diese Bundesregierung hat für die Erreichung dieses Ziels überhaupt keinen Plan und überhaupt keine Strategie. Und den muss man aber haben, um das Ziel zu erreichen. Und uns als Grüne ist das enorm wichtig, weil wir Grüne streiten für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen sozial teilhaben können, selbstbestimmt sozial teilhaben können. Und das heißt für uns, Armutsbekämpfung ist für uns ein zentrales Ziel. Und ich sage Ihnen mal 4 Punkte in der Kürze der Zeit, wo man ansetzen könnte. Das erste ist Obdachlosigkeit. Gehen Sie mal hier zur Friedrichstraße hin, zu den Menschen. Es gibt 50.000 Menschen nach Schätzung der BAG Wohnungslosenhilfe, 50.000 Menschen in Deutschland, die auf der Straße leben. Das ist eine Schande für dieses reiche Land, und die Bundesregierung muss endlich mal Verantwortung übernehmen, damit das beseitigt wird. Punkt 2. Wir brauchen eine ordentliche Grundsicherung. Der Regelsatz muss endlich angehoben werden. Es geht nicht an, dass die immer wieder kleingerechnet wird und der Regelsatz nicht für soziale und kulturelle Teilhabe reicht. Und wir müssen dafür sorgen bei der Grundsicherung, dass alle, die ein Anrecht haben, diese Grundsicherung auch bekommen. Es kann doch nicht sein, dass die Hälfte oder ein Drittel der Menschen, die Anspruch haben, das nicht bekommen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass jeder, der das Grundrecht auf eine Grundsicherung hat, das auch erhält. Drittens. Wir müssen mehr tun gegen Armut trotz Erwerbstätigkeit, ist eben schon gesagt worden. Die meisten Armen in Deutschland, die größte Gruppe, sind erwerbstätige Arme. Und wir müssen mehr tun gegen Kinderarmut. Es ist ein Skandal, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwachsen muss. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass jemand, der arbeitet, mehr hat als das Grundsicherungsniveau. Und zwar alle, die arbeiten, auch die Teilzeiterwerbstätige, Alleinerziehende, auch die Selbstständigen müssen mehr haben als das Grundsicherungsniveau. Und wir brauchen eine Kindergrundsicherung, um Familienarmut endlich zielgenau zu bekämpfen. Und schließlich die Rente. Die Rente muss armutsfest werden. Nun ist die Grundrente durchaus ein richtiger Schritt. Ist auch kein Wunder, weil viel davon von unserer grünen Garantierente abgeschrieben worden ist. Aber das ist nur was für die Spitze des Eisbergs. Wenn man den gesamten Eisberg schmelzen will, dann muss man das kombinieren mit einer Bürgerversicherung. Dann wird ein Schuh draus, und das wäre ein wirklich signifikantes Mittel gegen Altersarmut zusammen. Und das heißt also, es gäbe die Möglichkeit, Armut in Deutschland tatsächlich energisch anzugehen, die Armut zu halbieren oder letztlich sogar ganz zu beseitigen. Der politische Wille muss nur dafür da sein. Wir müssen handeln. Vielen Dank. Als nächster Redner in dieser Debatte hat der Kollege Dr. Matthias Barth.